Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Dragon Quest Monsters und der dunkle Prinz. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Dragon Quest Monsters und der dunkle Prinz. Ja, beim letzten Mal sind wir in das im Gebiet hier vom Kreis des Horns in den mittleren Rang eingedrungen. Und da ist mir aufgefallen, zumindest im Nachhinein, also nach der Aufnahmesession, bedenkt Leute, ich nehme immer alle Folgen, die dann für die Woche sind, direkt am Stück auf, dass ich die Reihenfolge komplett vertauscht habe. Also ich habe es ja auch als Textnachricht nochmal angezeigt, aber ich hatte die Reihenfolge vertauscht. Ich habe tatsächlich mit dem Schwersten zuerst angefangen. Traurigerweise habe ich das trotzdem... Wenn nicht, als wäre es das Einfachste gewesen. Ja, und dementsprechend müssen wir unsere Reihenfolge hier logischerweise anpassen. Meine Vermutung ist ja, dass ich hier von rechts nach links arbeiten muss. Das heißt, den Kreis des Wankelmuts hätte ich eigentlich jetzt nichts machen müssen. Dann den in der Schwägerei, dann den des Zorns und dann erst den der Eroberung. Also, dass das so von hinten nach vorne geht. So gesehen, ja, wir sind jetzt hier einmal so durchgelaufen und gehen jetzt von hier aus wieder zurück. Nebenbei, wenn ich eh schon dabei bin, auf den letzten Part einzugehen. Ich hatte es auch nach der Zwischensequenz eingeblendet, dass ich den Vorreiter, der zu diesem Spiel anspielt, die Betonung nicht auf anspielt, damals durchgespielt hat, das war Dragon Quest 4. Da musste ich nochmal nachgucken, welches Dragon Quest das war. Es gibt über 10 Dragon Quest Spiele, allein was so RPG angeht. Und es gibt auch noch sowas wie Dragon Quest Builders und so weiter. Also da darf man mir dann keine Vorwürfe machen, wenn ich die mal verwechsel. Ich hatte es da angeschrieben, auch so als kleiner Spoiler-Warnung. Kann ich auch hier nochmal sagen, Spoiler-Warnung. Dass Dragon Quest 4 teilweise, ich sag nicht komplett, aber so teilweise geht so von der Geschichte von Rosie und Saro erzählt hatte. Rosie war dort ein fester Bestandteil für ein Secret Ending. Und da hatte ich ja da schon angeteasert, dass es für die nicht besonders gut ausging für die beiden. Zumindest auf den ganz normalen Weg. Es erzählt nicht komplett von der Geschichte von den beiden, was man da erfahren kann. Aber zum Beispiel das mit dem Turm vom Rosenby ist dort vorhanden. Diese eine Szene, wo sie am Fenster steht, bitte irgendwer möge Saro aufhalten. Oder die Sequenz, wo sie sich treffen. Nur mit dem Unterschied, dass Saro den Menschen da auch wirklich getötet hatte. Ist dort vorhanden. Und... Das wollte ich nur noch mal erwähnen. Also es hat nicht komplett erzählt. Ich meine, so 4, 5, 10 gab es bei Dragon Quest 4, die von diesem Spiel so gesehen übernommen wurden. Beziehungsweise 1, 2, die noch nicht übernommen wurden. Dadurch weiß ich leider schon das ein oder andere, was noch passieren wird. Aber wie gesagt, nur ein kleines bisschen. Beispielsweise, Emsich kam da überhaupt nicht vor in Dragon Quest 4. Der Langfinger, der mittlerweile offenbar nicht mehr unser Freund ist. Das wollte ich, da wollte ich nur noch mal eben kurz drauf eingehen. Ich kann natürlich auch sein, dass es hier komplett anders ausgeht als bei Dragon Quest 4. Ich hoffe, dass es anders ausgeht, weil, wie gesagt, bei Dragon Quest 4 ging es absolut nicht gut für die beiden aus. So, wir sind jetzt beim in diesem Kreis hier und ja, ich verschwinde schon mal aus dem Bild für gleich kommende Sequenz, ne? Pass.
Also ein kurzer Moment, war der Kreis des Wankelmuts nicht der, dieser, ja, das war in dieser oasenartige Bereich und jetzt ist das auf einmal eine komplette Wüste. Lustig, da stehen ein paar Golems, die bekämpfen jetzt alle erstes. Ich will erst mal gucken, wie viele ich hier Monstern überhaupt zu bekämpfen habe. Den Metallschleim sehe ich jetzt überall, ne? Ja, hier habe ich viel zu entdecken. Ja, Golem, komm her. Angriff. Ah, verdammt. Ich gehe davon aus, dass der Golem einiges aushält. Hoffen wir, dass denen mal wirklich so ist. Will ihn ja nicht aus Versehen umnieten. Ich will ihn ja anwerben. Also ein Golem im Team, vor allem die stärkste Version, kann sich sehen lassen. Also was Abwehr angeht, sind Golems so, abgesehen vom Metallschleim, wirklich das Beste, was existiert. Ich glaube, der hätte noch ein paar Schläge vertragen können. Naja, angeworben ist angeworben. Ich nenne ihn mal Goho. Materialist. Er hat Kamikaze. Das kann die Gegner alle mit in den Untergang reißen. Das ist ein sehr, sehr mächtiger Angriff. Aber natürlich hat es hier auch noch, ja, ich vernichte mich selber mit. Obwohl, es gibt ja so eine Fähigkeit, die es schafft, dass man mit Glück überleben kann. So ein One-Hit-Move. Das zählt, meine ich, auch auf Kamikaze. Die furchtbare Faust ist auch gut. Er hat generell eine sehr gute Fähigkeit. Steingolem. Diese Fieslinge bestehen aus Felsbrocken, die hohe Dosen an Bosheit und Leid absorbiert haben. Sie lauern oft zwischen Schutt und Trümmern in zerstörten Ortschaften oder Gebäuden. Man sieht's ja, der Abwehrwert, ne? Und das ist nur die Rang-D-Version. Da sehe ich einen Kaktus tanzen. So, Schwächen hat bei einem funktioniert. Aua. Dass sie Stachlaut haben, war mehr als klar. Nee. Faustwirbel. Aua. Okay, keine weitere Betäubung. Der hier hat ja gut was abbekommen. %41 und es scheitert. Ach komm. Nur Kai ist nicht betäubt. Was soll der Mist? Aua. Diese Stachelhaut. Die halten ganz gut was aus. Ach, schon wieder betäubt. Aua. So, ein weiterer Versuch, den Kaktus anzuwerben. Diesmal hat's geklappt. Katoku. Eine windige Klinge hat der. So, wo treibt sich denn dieser Reiter rum, den ich gerade eben eigentlich direkt gesehen hatte?
Galgenreiter. So. Wir gehen mal zur Abwechslung mal auf Quetsch. Einer wird schon mindestens überleben. Hey, heilen ist unfair. Okay, Quetsch hat nicht umgebracht. Ich denke mal, der zweite von links müsste jetzt mehr oder weniger ready sein. Langsam glaube ich, besser wird's nicht. Machen wir mal so. Ich hoffe, Kurs Lima skaliert nicht. Ich wollte vorschwächen. So, komm bitte, komm ins Team. Man kann sich aber auch querstellen. Dreimal versucht. Nenn dich Nervo, weil du hast mich drei Kämpfe über dreimal Versuche gekostet, bis ich endlich bekommen habe. Also pro Kampf dreimal. Der wollt einfach nicht. Der hat einen Heilungshieb. Nice Fähigkeiten. Okay, hier haben wir die Kaktuskugel. Muntere Monster, die mit bloßem Auge kaum von ihrem weniger empfindsamen Kakteen-Cousins zu unterscheiden sind, während sie schlafen. Und der Galgenreiter, der mich meine Nerven gekostet hat. Diesen düsteren Rittern eilt ein unheilvolles Hufgetrappel voraus. Sie feiern ihre Siege ausschweifend, wobei niemand weiß, wohin die Speisen und Getränke, die sie dabei verzehren, eigentlich verschwinden. Missvieh. Hat mich gerade so viele Nerven gekostet. Was kann man denn zu dieser wunderschönen Jahreszeit mit zu diesem Wetter hier Besonderes finden? Hier oben in der Ecke ist doch bestimmt irgendeine Kiste. Nee, hier ist eine Höhle. Mit einem Ei drin. Na gut, mit der Kiste lag ich nicht falsch. Und, ist da was Neues drin oder ist da wieder ein unnützer Schleim? Ist auch nicht viel besser. Warum sind die Eier meistens so enttäuschend? Yggdrasil-Tau. Yggdrasil-Tau ist in Ordnung. Ja gut, dann gehen wir mal zu dem Gebäude, ne? So viele zerstörte Golems. What a sight to see an elf here, of all places. Who are you? My name, Pierre. I am Gravekeeper. Please
take shelter until storm passes. I understand. You journey in Nadiria. Seek battles. Seek fame. Pierre, what exactly is this place? What are those, stone golems outside? The Weathering Heights, place where my kind return. I placed everyone outside. I wish to get around Curse. Curse of Petrarch. Big hitter here. A curse? What do you mean? Petrarch curse all stone golems. Must obey him forever. He work us hard until body breaks. Then he give us life again. Repeat again and again. No end. To escape cycle, we let wind erode us. Let our bodies turn to sand. What a horrible curse. That's truly evil. Please defeat Petrarch. Free my brethren. I am cursed. Cannot disobey him. Can do nothing. Face Petrarch for me. Crush him. Build fame. Everyone happy. Thank you. Once Petrarch felled, no golems suffer. My people free. Look, storm is past. Find Petrarch in House of Shifting Sands, in north of desert. Stop him, please. Die Golems können einem schon leid tun. Nimm ihn wieder, Elio. Immer wieder eine schöne, die zu finden. Ne, Pier? Thank you. Hier vorne hatte ich doch auch noch ein Vase irgendwo gesehen. Ja, genau da. Ich weiß schon, warum ich die zerbrechen wollte, aber dann kam die Sequenz. Okay, wir haben einen weiten Weg vor uns. Nebenbei, ich überlege, ob ich mit den Anwerben der Monster vielleicht immer erst, nachdem ich den Lokalmutador besiegt habe, anfangen soll. Weil da ist es ja dann wesentlich einfacher. Oder zumindest ein bisschen einfacher. War ein neues Monster. Whoopi. Er ist ein Plagegeist. Ein Kuddelmuddel. Nur ein Muddel. Ich versuche natürlich, wenn ich sie auf dem Weg treffe, die Monster natürlich anzuwerben. Aber es wäre halt schon irgendwo leichter, sie erst nach dem Matador anzuwerben. Kai ist leider gerade gelähmt. Geh deswegen zur Abwechslung auf Quetsch.
Okay, die Muddles haben Quetsch nicht überlebt. Aber ich habe mal die Betäubung zurückgegeben zur Abwechslung. Na gut, den Kaktus kann ich dann nur verprügeln. Vielleicht habe ich ja Glück und sie schließen sich mir so an. Ist ja gut, hab nichts gesagt. Habe ich den... Ja, ich habe hier zu Hause als Zwischenreiseziel. Einmal kurz Monster heilen. So, nachdem ich jetzt einmal meine Monster geheilt habe, stehe ich wieder hier und versuche nochmal ein Muddle jetzt anzuwerben. Ich nenne dich Menton, weil du siehst aus wie ein Enton. Possenreißer. Muddle. Kompromisslose Kuddel, die auf keinen Fall mit ihrem blasseren Cousins verwechselt werden wollen. Auch wenn sie geringfügig anders aussehen, quaken sie gleich wohl genauso. Quack. Und da haben wir auch den Doppelmoppel. Mithilfe des Zaubers Metamorphose können sie alle möglichen Gestalten annehmen. Menschliche wie auch monsterhafte. Einige leben lieber als Menschen und haben sich heimlich in die Gesellschaft integriert. Leute, euer Bruder könnte eventuell ein Doppelmoppel sein. Einfach mal ein bisschen durchrennen. Die Muddles sind schon ein bisschen aggressiv. Oh, Hauchfleisch. Na, kriege ich wieder eine Schlimette? Nee, eine Stahlmeise. Stahlspatz, Entschuldigung. Den Stahlspatz hier schon, also da brauchen wir nicht nachgucken. Das ist bestimmt die Festung. Da ist der Wampendrache. Der Vampir. So, mal gucken, ob der Schwemm überlebt. Ja. So, Mega-Schwächung. Der Vampir ist recht stark, das weiß ich. Also der ist ein recht gutes Monster. Ich kann das Rauffleisch ja ihm direkt geben, das wir gerade gefunden haben. Ich glaube, ich hätte ihn noch den einen oder anderen Schlag verpassen können. Jetzt muss ich ihn erstmal umnieten. Mal gucken, wie viel er ausgehalten hätte. Der hätte ja noch einiges ausgehalten. Na, am Schwemm kann ich ihn noch zwei Schläge ruhig verpassen. Merke ich mir. Ah, okay, er schließt sich uns so an. Perfekt. Ja, warum soll die ablehnen? Bampo. Groß. Er ist ein großer Junge. Und die großen Jungen müssen natürlich auf die kleinen einhacken, ne? Der Kriegsschrei ist auf jeden Fall eine richtig nützliche Fähigkeit, weil der safe alle Gegner einmal betäubt. Diese Megamonster werden vom Weiten oft mit topografischen Merkmalen verwechselt. Und das ist nicht das einzige Erstaunliche an ihnen. Es geht das Gerücht um, dass sie gewaltige Goldschätze gehortet haben.
Diese alten Legenden mit den Drachen schätzen, ne? Da wisst ihr, wo es herkommt. Ich würde sagen, wir versuchen die Krabbe dann noch, oder? Falls ich die noch nicht habe. Ne, die Krabbe habe ich definitiv noch nicht. Aua. Ich gehe nicht davon aus, dass die Krabbe viel aussät. Pam? Obwohl, ein Schlag müsste da mindestens noch drin sein. 200 halten die ja alle hier aus. Zumindest bisher. Okay, es lebt noch. Und wir haben noch die reduzierte Abwehr jetzt bei ihm. Prozent und es klappt nicht. Nach dem ersten Mal sind die Chancen halt wesentlich. Tabika. Ein Verteidiger. Diese Monster jagen im Rudel nach Beute. Ihre Disziplin ist vorbildlich. Sobald entsprechende Befehle von ganz oben eintrudeln, marschieren die Truppen in Reih und Glied zurück zur Kaserne. Vorbildlich? Da ist ein Riesenskorpion. Das ist definitiv das Riesenmonster von hier. Machen wir mal eben kurz, dass es in der Liste zumindest drin ist. Ich weiß, dass ich es nicht besiegen kann. Ein Panzerskorpion. Wissen wir zumindest schon mal das große Monster von hier. So, ich stelle mich extra hier ganz hinten in das Eck. Weil hier ist die Wahrscheinlichkeit am geringsten, dass ich angegriffen werde. Ja gut, Leute, ne? Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Beim nächsten Mal gehen wir in die Festung da hinten rein. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute. Bis dann.